Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Kirby Dream Land 2 Let's Play. Ja, da waren wir jetzt nun, wie gesagt, in Level 7 bzw. einfach bei König Dedede's Festung. Und da haben wir noch Level 6 und 7 vor uns, bevor wir dann endlich zum Endboss gehen können. Und dann werde ich auch schon ein neues Projekt starten. Wie gesagt, ich werde die Retro-Phase jetzt noch weitermachen. Ich habe noch ein paar Spiele, die wirklich zackig und schnell, die man wirklich schnell Let's Playen kann. Und dann überlege ich es mir dann vielleicht doch noch, weil da kommen dann auch ein paar Spiele, die etwas länger dauern. Und dann überlege ich mir vielleicht wirklich doch, ob ich die Retrophase nicht mal beenden will. Ja, das werde ich dann je nachdem sehen, wie ich vorankomme. Das Rendern wird natürlich allerdings etwas länger dann dauern, weil ich werde sie dann immer in 1080p machen und auf Vollbildschirm. Also diese hier mache ich jetzt nicht wirklich auf Vollbildschirm, also diese ja, Gameboy-Spiele von GameCube, weil die Grafik sind einfach so mega schlecht ist, da kann man dann gar nichts mehr erkennen fast, okay? Nur, dass das mal klar ist. Ja, dann will ich noch kurz was ansprechen und zwar zu meinem Aufnehmvideo gestern, was ich hochgeladen habe. Ob es euch gut gefallen hat, also wenn ihr wirklich, wie gesagt, noch was wissen wollt, ihr könnt auf mich zukommen, es ist kein Problem. Und ja, dann machen wir jetzt hier mal weiter in Level 6. So, natürlich haben wir wieder unseren Fisch, beziehungsweise den haben wir jetzt halt gerade vom letzten Mal noch behalten dürfen sozusagen. Weil dieses blöde Monster ihn uns nicht weggenommen hat, was natürlich gerade eben hätte nochmal passieren können. Und ich fühle mich gerade richtig unwohl ein bisschen. Ist doch gerade eine gefährliche Stelle, weil ich kann jetzt hier nicht irgendwie rumfliegen. Genau, fliegen kann ich jetzt in dem Fall nicht. Deswegen wird mir hier, manche Stellen werden mir hier nicht wirklich gerade leicht gemacht. So, das hier ist jetzt unser 50-50-Spiel. Entweder schafft man es durch den richtigen Weg gleich beim ersten Mal oder eben nicht. Und ja, das war schon mal der Fail, weil dieser Fisch, der ist einfach grottenlahm in diesem Fall. Deswegen können wir den hier nicht leider dafür verwenden. So, das gleiche ohne Fisch nochmal. Und hoffentlich klappt es dann diesmal und wird auch hoffentlich besser diesmal. Ich kann euch mal dann ein paar Spiele von mir aufsetzen, die ich so habe. Also beziehungsweise mal, ja, ein bisschen so die Beschreibung vielleicht mit reinpacken, damit ihr einfach sehen könnt, ja, okay. Oh, fuck, falsch geraten. Oh, Mann, das nenne ich dann mal mega Pech. Ganz einfach. Jetzt muss man sich die Reihenfolge hier merken. Also, zuerst oben oder unten und dann nochmal unten. Also, wir gehen einfach oben rum. Das war der einfachste Weg, den wir die ganze Zeit gewählt haben. Und ja, erstmal zu der Stelle hin, wo wir gerade verreckt sind. Ja, mir geht's wieder besser, mein Husten ist wieder weg. Ich bin echt wirklich froh, weil hat sich richtig scheiße angefühlt, hat so ja, verkotzten, verrotteten Hals eben. Und da ist man auch mal wieder froh, wenn man mal wieder heiter drauf ist. So, wo geht's jetzt hin? Das ist die Frage. Ja, ganz oben, okay. Also, dann merke ich mir oben, erst ganz oben, dann ganz unten und dann nochmal oben. Also oben, unten, oben. Jetzt kommt, glaube ich, mal die Mitte dran. Oh, fuck, verdammt. Das gibt's echt nicht. So eine Scheiße. Okay, gut. Also, dann machen wir eben oben, unten, oben, unten. Ja, das ist doch einfach zu merken, oder? Ja, das ist noch eine leichte Reihenfolge, die man sich leicht merken bzw. ableiten kann. Da sollte jetzt noch nicht so viel, ja, sollten jetzt noch nicht so viel Probleme auftreten. Ob danach nochmal sowas kommt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, nein. Scheiße, wo war es jetzt? Unten. Oh, fuck. Jetzt habe ich vom Reden nicht aufgepasst. Tut mir leid, jetzt war ich so ins Reden vertieft. Jetzt habe ich gar nicht mehr gecheckt. Also nochmal. Oben, unten, oben. Okay. Oben. Ja, Kirby. Oben. Dann. Unten. So, hoffentlich klappt es diesmal wirklich gescheit und nicht irgendwie so Larifari bisschen, ja, bisschen Ratespiel hier. Nein, ich will das schon gescheit machen eigentlich. Jetzt war es unten, also er kommt jetzt wieder ganz oben. Ja, nicht Larifari, wie gesagt, ich will es wirklich gescheit jetzt hier machen, aber da ich dieses Level nicht mehr oft gemacht habe oder, sagen wir mal, seit mindestens einem Jahr habe ich das Spiel nicht mehr gezockt. Das ist echt so. Oh, jetzt kommt unten, ne? Ja, genau. So lange habe ich das nicht mehr gezockt und deswegen weiß ich auch natürlich nicht mehr, wie die Reihenfolge hier ablaufen muss. Oh, das geht noch weiter. Oh, da drüben war noch so ein kleines Kükchen. Ja, aber das sollte uns auch nicht gerade Schwierigkeiten machen. So ein Küken kann uns auch nicht wirklich verletzen. So, und der rast hier mit einer Geschwindigkeit von 1000 km pro Stunde oder dergleichen volle Kanne mal dahin. Schadet dadurch sich und gibt mir die Gelegenheit, ihn besser zu killen. Ja, so, jetzt muss er nur noch dieses, ich glaube einmal schießen. Wow, jetzt rast er nochmal hin. Und bam. So, die Fähigkeit. Okay, das wäre der Igel, das können wir loswerden. Brauche ich nicht, wie gesagt. Ich vertraue natürlich mal auf gescheite Items und nicht immer so ein Käse hier. Und yay, wir haben es bis nach oben geschafft. Beziehungsweise ich.
aber da ist ein... Oh, Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen die Taste am Controller betätigt, also diese Umschalttaste, damit der Bildschirm dann kleiner. Komme ich ab und zu mal drauf. So, jetzt haben wir noch den 7. Level vor uns und dann, meine Freunde, können wir den Final Boss höchstwahrscheinlich separat machen. Ich glaube, den packe ich in dem Let's Play nicht mehr. Den mache ich separat. Und dann, wie gesagt, neues Projekt. So, aber jetzt erstmal Level 7. Wow, da geht man gleich mal nach unten, ne? Aber zum Glück kann Kirby fliegen. Das ist die tolle Fähigkeit von Kirby. Und dieser komische, ja, Kanonenschießer da, wie auch immer, keine Ahnung, ich kenne für den keinen Namen. Der Name taucht aber am Ende noch auf. Also der taucht dann, wie war das gleich? Also wenn man den Endboss gemacht hat, kommt so eine Vorschau und da zeigt sie an, wie alle Gegner heißen oder so in der Art. Genau, da kommt dann so eine Vorschau und da kann ich es euch dann zeigen, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. Ob hier wohl eine geheime Tür irgendwo ist? Ne, ich vermute mal nicht, dann gehen wir einfach mal weiter. Zurück können wir sowieso nicht mehr. Hier müssen wir jetzt wieder mal so 50, ja, das ist jetzt kein 50-50, da hat man viele Chancen zu raten. Tja, was braucht man? Ich vermute mal das hier. Der Schirm, der hat nicht wirklich eine Fähigkeit eigentlich und der Rest auch nicht. Also vermute ich mal, das hier wird das Richtige sein. Genau, dann können wir gleich mal hier das Eis slittern. So, was brauchen wir hier? Muss ich auch gerade nochmal überlegen. Also Schirm und oben links kann man vergessen, dieses Viech auch. Also entweder Stein oder dann eher den komischen Zwitterer hier. Dann nehme ich mal den komischen, ja, Blitzeffekt. Ihr seht unten rechts dieses Blitzsymbol, also irgendwas mit Blitz. Also auch, ja, irgendwas mit Blitz, genau. Und dann haben wir auch wieder eine nächste Tür. Wenn wir jetzt nämlich ganz nach oben weitergehen müssten, dann hätten wir eine geringere Chance, irgendwas Tolles zu bekommen. Ich glaube, da bekommt man dann so schöne Leben oder sowas. Dann braucht man nochmal diesen Zwitterer, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, den brauchen wir nochmal. Genau. Also ein paar Sachen konnte ich mir noch merken, aber so ganz grob mal finde ich das von mir selber gar nicht mal so übel, dass ich mir so Kleinigkeiten hier merken konnte. Oh mein Gott. Also Eiszapfen ist ausgeschlossen. Ich vermute jetzt mal der Igel. Ich weiß es aber nicht mehr sicher. Nein, Moment, Moment. Da kommt nochmal das hier. Da kommt nochmal das Eis, müsste hier nochmal kommen. Wenn nicht, dürfte mich verfluchen. Ha! Ich hab's gewusst. Und dann gehen wir hier mal in Ruhe rein. So, was nochmal? Oh, also jetzt bin ich wirklich überfragt. Jetzt bin ich echt überfragt. Ich nehme jetzt mal den Igel, den hatten wir noch nicht. Die anderen Fähigkeiten hatten wir schon fast alle. Und wenn jetzt der Igel auch noch dran kommen würde, ist der hier? Na, ah, das habe ich jetzt gleich. Moment. Nein, und das hier ist für dieses komische Blitzding. Gut, dann haben wir an dieser Stelle leider verkackt. Oder ich zumindest. Ich sag immer wir in der Mehrzahl. Ja, weil wir let's playen ja das hier so zusammen. Und ich möchte mich auch ehrlich gesagt wirklich bei euch für die Scheiß-Grafik entschuldigen. Aber es ist wirklich das Originalmodul von 1900 irgendetwas. Und es ist uralt, das Spiel. Es ist älter als ich schon. Ich glaube, das Spiel gab es schon, bevor ich auf der Welt war. Und jetzt bin ich mittlerweile 16. Und das Spiel, upsala, das Spiel ist vielleicht so 20 Jahre alt, vermute ich jetzt mal. So, haben wir hier noch einen kleinen Gegner vor uns. Wow, upsala. Und der scheint ein bisschen aggressiv geworden zu sein. Ja, das ist dieser komische Schirmfächer. Ja, dieser Fächerer da. Keine Ahnung, was auch immer der immer vorhat oder machen will. Habe ich jetzt das Ding runtergeschluckt, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, das ist so ein flackernder Schirm. Das ist doch einfach ein Schirm, oder? Schirm mit einem Auge und Gesicht bisschen. Ja. So, jetzt hat er noch ein Leben. Rück einfach diese, ja genau, rück dieses Scheißteil raus und stirb einfach jämmerlich. Du hast eh nicht anders verdient. So, jetzt könnte ich kurz warten. Zack. Dann stirbt das so oder so von selber. Yay. So. Genau, das habe ich ja gesagt. Es gibt immer am Ende von jedem Level kommt so ein kleiner Boss. Also nur in der letzten Welt hier. Bei anderen Welten kommt mal so zwischendrin mal ein Boss einfach so mitten im Level. Wie hoch kommen wir? Oh, hat nicht ganz bis zum letzten Punkt gereicht. Aber immerhin weit genug, würde ich sagen. Es passt auf jeden Fall. Und ja, so, dann sind wir für dieses Let's Play wieder mal am Ende. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen gut. Diesmal haben wir leider nur zwei Level geschafft. Von der Zeit her, finde ich, bin ich eigentlich ganz gut hingekommen für die zwei Level. Abgesehen von den ein paar Fails da, wie gesagt, mit diesem, ja, das war ja 33% Chance. Also immer oben, unten, Mitte. Die Mitte kam gar nicht vor, glaube ich. Doch, einmal da, da gab es zwei Möglichkeiten. Da gab es entweder einmal oben mit Mitte oder unten mit Mitte. Ich bin lieber immer die sicheren Wege gegangen. Und ja, so genau, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann zu Power Rangers, glaube ich, oder Wario Land. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ihr wisst ja dann Bescheid. Also macht's gut.